ihr verdammten Narren! Dinosaurier sind sehr gefährlich. Ob es Pflanzenfresser sind, Fleischfresser oder sogar diese radikalen Dinosaurier. Sie sind wahnsinnig wütend. Und du wärst es auch, wenn du 66 Millionen Jahre lang nichts gegessen hättest. Außerdem werden die Dinosaurier jetzt noch wütender, wenn sie sehen, was mit ihren Nachkommen im Laufe der Evolution geworden ist. Alle Staatsoberhäupter der Welt haben das Kriegsrecht ausgerufen. Leider weiß man nur sehr wenig über das wahre Verhalten der Dinosaurier. Es scheint, die beste Lösung scheint wohl ein tollwütiger Truthahn-Spezialist zu sein. Ew. Attacke! 160 Millionen Jahre lang herrschten die Dinosaurier auf der Erde. Doch der Einschlag eines Meteoriten änderte den Lauf der Evolution und ermöglichte die Entwicklung unserer Vorfahren. Jetzt werden nur noch die Stärksten überleben. Aber was zum Teufel ist jetzt los? Warte mal, ich glaube, ich habe verstanden. In den vergangenen 66 Millionen Jahren ist das Klima auf der Erde kälter geworden und der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre, der hat sich verändert. Es sieht so aus, als ob die Dinosaurier hier nicht mehr leben können und wieder einmal aussterben werden. Was nun? Theoretisch könnten wir einen Jurassic Park eröffnen. Wir werden sie füttern und das Klima künstlich aufrechterhalten. Dieser Ort könnte das profitabelste Touristenziel der Welt werden. Und er wird auch ein globaler Lieferant von Eiern und Dung sein. Du weißt schon, Dino-Kacke. Aber andererseits, ein normaler Dinosaurier frisst eine Tonne Gras pro Tag oder mehr als 100 Kilogramm Fleisch. Wahrscheinlich werden die Dinosaurier die gesamte Tierwelt im Park auffressen und dann wahrscheinlich auch sich selbst. Bis sie wieder aussterben. Mutter Gottes, es sieht so aus, als wären wir im 13. Jahrhundert gelandet, mitten in der Heiligen Inquisition. Was für eine fantastische Reise! Kernziel der Inquisition war die Vernichtung aller Ketzer. Hey, was hat Arnold eigentlich gemacht? Ich glaube, ich verstehe. Dein Telefon ist für sie schwarze Magie. Die Inquisition kam mit dem Fortschritt nicht ganz so gut zurecht. Als Galileo bewies, dass sich die Erde um die Sonne dreht, widersprach das den katholischen Vorstellungen völlig. Arnold, Pech gehabt. Damals wurden alle Rothaarigen verdächtigt, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Entspann dich. Am Anfang werden sie dich nur ausfragen. Setz dich hin und beruhige dich. Diese Stühle hier sind extra aus Eisen gefertigt, damit sie beheizt werden können. Geständnisse wurden meist durch Folter erzwungen. Entsage der Ketzerei, Arnold! Während der Zeit der Inquisition wurden viele heidnische Rituale fälschlicherweise für schwarze Magie gehalten. Sie versuchten, die Heiden zum Katholizismus zu bekehren. Komm schon, Arnold, nimm den Katholizismus an und du wirst frei sein. Es stimmt, manchmal wurden die Reumütigsten freigelassen. Heiliger Bimbam, was denn jetzt? Es sieht so aus, als hätte dich jemand angezeigt. Die Leute beschuldigten sich untereinander oft der Ketzerei. Ich weiß nicht, ob du noch mehr von diesen Qualen ertragen kannst, Arnold. Arnold, hier ist der spanische Stiefel, die Ketzergabel und die Judaswiege. Arnold, ich rate dir dringend, alles zu beichten. Okay, mit deiner Unterschrift stimmst du zu, dass du ein Nekromant, ein Magier und ein Gnom bist. Gut, die Folterungen sind vorbei. Und die Inquisition hat in der Tat keine Menschen hingerichtet. Nachdem der Täter gestanden hatte, wurde er von einem Gericht verurteilt. Beruhige dich, Arnie. Niemand wird dich verbrennen. Nach dem Gesetz wird man dir einfach den Kopf abschlagen. Es funktioniert! Wir sind im Kernkraftwerk Tschernobyl. Nur ein paar Minuten vor der Katastrophe. Arnold, du machst die Kamera bereit. Du nimmst die Explosion auf und ich poste das Video auf YouTube. Mindestens 20 Millionen Aufrufe sind garantiert. Oh, ist der Akku schon wieder leer? Lad ihn auf. Das ist eine europäische Steckdose, Doofkopf. Du brauchst einen Adapter. Oder ich denke... Arnold, also es ist alles wegen dir. Es spielt keine Rolle, du musst hier raus! Schnell! Im Handschuhfach befindet sich eine Powerbank, steck sie in das Auto. Verdammt, der Ladevorgang dauert mindestens 60 Sekunden. Hol den Schutzanzug raus! Nur vom aus dem Fenster gucken wirst du nie erfahren, dass du dich in einer Strahlungszone befindest. Tatsächlich ist die Strahlung hier jedoch kosmisch.
Das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Hast du die Taschen vielleicht mit jemandem getauscht? Bei einer Bestrahlung von mehr als 500 Röntgen fallen deine Haare und Nägel sofort aus. Deine Haut wird rot und all die Krankheiten, die du bereits hast, werden schlimmer. Aber du hast Glück. Du wirst nämlich keine großen Schmerzen spüren, weil du in 3, 2 ins Koma fällst. Oh, bist du schon? Dies liegt daran, dass hier 20.000 Röntgen pro Stunde eingestrahlt werden. Und diese Technologie kann diesen Ansturm nicht bewältigen. Also, wir müssen hier raus. Ach, die Batterien sollten ausreichen, um bis 2020 zu kommen. Elon Musks Raumfahrzeug ist abgestürzt. Ein weiterer Misserfolg nach dem katastrophalen Start des Cybertruck. Er will den Mars wirklich kolonisieren. Elon Musk hat es geschafft, Menschen zu dehydrieren und sie in Kapseln zu verpacken. Funktioniert wie Instant-Nudeln, einfach Wasser drauf. An Bord befanden sich 67,5 Milliarden Kapseln. Jetzt gibt es 10-mal so viele Dummköpfe auf der Erde. Das ist aber nicht dein Problem. Obwohl, eigentlich ist genau das dein Problem. Bei so vielen Menschen können nicht alle mit den Öffis fahren. Da ist man schneller mit Laufen. Jeder Mensch produziert jeden Tag etwa 0,75 Kilogramm Müll. Also mehr als 200 Billionen Tonnen Müll pro Jahr. Genug, um ungefähr 99 Grand Canyons zu füllen. Überall werden Kraftwerke gebaut, denn 75 Milliarden Menschen verbrauchen täglich rund 125 Milliarden Kilowatt. Diese Strommenge reicht aus, um 8 Billionen iPhones aufzuladen. Das bedeutet aber auch, riesige Mengen CO2 zu produzieren. Du musst kein Genie sein, um zu erkennen, wie sich das auf das Klima auswirkt. Freier Platz ist knapp, also hier sind deine neuen Mitbewohner. Nur Männer. Fortpflanzung ist strengstens untersagt, sonst winkt die Todesstrafe. Diese Welt braucht definitiv keine kleinen Arnolds mehr. Naja, ein echter Frauenheld warst du eh noch nie. Hast du Hunger? Willst du was essen? Alle Lebensmittel sind jetzt synthetisch und recycelt. Du hast gerade ein recyceltes Toilettenpapier-Pastetchen probiert. Das habe ich doch nur für dich gemacht. Wie Perlen vor die Säue. Wie auch immer, du musst die ganze Nacht hier drin verbringen. Weil der CO2-Spiegel stieg, sind alle Gletscher geschmolzen und haben 35% des Landes überflutet. Landwirtschaftliche Flächen waren weniger und kaum 1% bleiben nun für den Wohnungsbau übrig. Nur noch reiche Leute können jetzt mit ausgestreckten Beinen schlafen. Verdammt, Arnold, ich beneide so einen Shorty wie dich. Setz dich hin und schau dir einen Film im Internet auf Slowfix an. Das ist nicht die strahlende Zukunft, an die die Menschen denken. In der Tat leidet die Erde im Jahr 2050 unter der globalen Erwärmung. Die Bevölkerung des Planeten ist auf über 10 Milliarden Menschen angewachsen. Diese Überbevölkerung hat zu einer Verknappung des Süßwassers geführt. Kannst du dir das vorstellen? Der Planet steht am Rande der Zerstörung und sie streiten sich um Pepsi. Okay, zurück zu unserer Mission. Im Jahr 2050 hat jeder kybernetische Implantate. Und da feindliche Drohnen Implantate auf einer Entfernung von 10 Kilometern aufspüren können, bist du, Arnold, die unentdeckbarste und unverwundbarste Person im Jahr 2050. Du bist derjenige, der helfen wird, den Verlauf des Krieges zu verändern. Soldaten, versammelt euch! Und so, Arnold, Feind wurde im Norden gesichtet. Doch der Weg ist durch elektromagnetische Geschütze versperrt. Anstelle von Geschossen feuern sie elektrische Impulse ab. Und die Impulsgeschwindigkeit übersteigt 7000 Kilometer pro Stunde. Wir müssen einen Unterschlupf finden. Schnell, geh runter in die Unterführung. Du bist den Kanonen entkommen, Arnold. Aber es gibt jetzt andere Probleme. Scanner-Drohnen. Und mach dir keine Sorgen, Arnold. Denke daran, diese Drohnen werden dich nicht einmal bemerken. Du musst nur an ihnen vorbeieilen und den Strom abschalten. Gut gemacht, Arnold. Die Zukunft war sicher nicht bereit für Leute wie dich. Mach weiter, Kumpel. Du bist fast am Ziel. Es ist Zeit, an die Oberfläche zu kommen. Arnold, hier gibt es viele Feinde. Steig in das Exoskelett. Damit kannst du ein Supersoldat werden und lange Strecken zurücklegen, ohne zu ermüden. Und jede körperliche Aktivität wird 20-mal leichter als vorher.
Du bist jetzt unschlagbar, Arnold. Jetzt musst du nur noch die Steuerung beherrschen. Arnold, nee. Oh Mensch, jetzt hast du dich gerade selbst in der Zukunft getötet. Okay, nun, keine Zeit zum Trauern. Deine Feinde werden kommen. Du hast einen Flammenwerfer. Benutze ihn. Oh ja, hätte ja niemand gedacht, dass dies eines Tages in Hollywood passieren würde. Arnold, pass auf, eine Rakete. Herzlichen Glückwunsch, Arnie. Du bist in Australien im Jahr 2050. Bisschen unheimlich hier, wa? Und wenn du dich bewegen willst, Quantum-Teleportation kann dabei helfen. Dein Körper besteht aus 100 Billionen Zellen, die wiederum aus jeweils 100 Billionen Atomen bestehen. Und jedes Atom enthält winzige, punktförmige Teilchen, Quanten, die dir helfen könnten, über große Entfernungen hinweg zu teleportieren. Es wäre toll, jemanden zu finden, der dir beim Aufbau eines Quantenteleporters helfen kann. Och, sieh mal, wer da ist! Rick und Morty! Arnie, nimm ihre Zeichnung. Mit ihrer Hilfe kannst du ein Gerät bauen, was dich durch dein Universum und sogar durch alternative Universen schicken kann. Jetzt, wenn der Teleporter fertig ist, rein mit dir in die Kabine und sorge dafür, dass niemand anderes drinnen ist. Na gut, Arnold. Bei der Quantenteleportation stirbt der ursprüngliche Körper und am Zielpunkt entsteht ein Duplikat. Kein großer Verlust in deinem Fall. Wow, ich hab's dir gesagt. Beim Teleportieren musst du alleine in der Kabine sein. Berühre nichts im Labor. Was hast du getan? Deine DNA, die mit der eines Skorpions vermischt wurde, wird durch das Satellitensystem übertragen und verwandelt alle Bewohner des Planeten in Menschen-Skorpion-Hybride. Oh. Du hast Dimension C137 zerstört, du dämlicher Knopf, du. Rick und Morty kehren in das ursprüngliche Universum zurück, wo die Mutanten nicht existieren, aber das können sie nur ein paar Mal machen. Ich denke nicht, dass wir sehen wollen, was mit Arnie passiert. Besser zurück nach Australien. Glücklicherweise habe ich Arnolds Quantendaten gerettet zur Körperwiederherstellung. Schau, hey, dieses Mädchen hat Kontaktlinsen, die mit dem Internet verbunden sind. Sie kann in wenigen Sekunden nach Informationen über dich suchen. Ach, na dann wirst du als Jungfrau sterben. Komm rein, dieser Weltraumaufzug bringt dich auf eine Höhe von 35.000 Kilometer über dem Meeresspiegel direkt zu einem riesigen Ring, der die Energie der Erdrotation in Elektrizität umwandelt. Zur Rechten befindet sich ein Geschäft für menschliche Körperteile. Geh hinein und suche nach einem Ersatz für deinen Finger. Dieser Arzt kann einen ganzen Organismus nur aus dem Genom rekonstruieren, sodass in allen Zoos Dinosaurier, Dodovögel und sogar Neandertaler leben. Willst du einen Snack? 3D-Drucker drucken Lebensmittel aus künstlichen Tierzellen, synthetischem Mehl und Mineralien. Und es schmeckt besser als 2019. Was für eine wundervolle Welt, richtig? Aber es könnte auch alles ganz anders kommen. Atomkrieg, globale Erwärmung, Pandemien. Das könnte auch unsere Zukunft sein. Die Welt wurde von einer neuen Epidemie heimgesucht. Die Infizierten haben Flecken auf der Haut. Ein schrecklicher Ausschlag bedeckt ihr ganzes Gesicht. Sie husten ununterbrochen und ihre Vorderzähne fallen aus. Und um nicht isoliert zu sein, impfen sich die Menschen massenhaft und kaufen den Impfstoff auf dem Schwarzmarkt. Sie setzen sich bewusst einem Risiko aus, da der Impfstoff noch nicht zugelassen ist. Aber sie tun es, damit sie so schnell wie möglich wieder ein normales Leben führen können. Schau dir das an, Arnold. Was machst du denn hier? Oh, du hast ein Date? Das ist ja cool. Aber du hättest sicher einen romantischeren Ort finden können als dieses Café am Stadtrand. Hier ist sie. Wow! Wie konntest du sie zu einem Date mit dir überreden? Oh, wie sind so viele Zombies hier hereingekommen? Arnold, es scheint, dass Susi in Schwierigkeiten steckt. Ein durchschnittlicher Zombie lebt in Städten, die nach Epidemien verlassen wurden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um einen gewöhnlichen Spieler handelt, der seit 3 Tagen nichts gegessen hat. Aber nein, Zombies haben ihren eigenen Speiseplan. Normalerweise fressen diese niedlichen Kreaturen menschliche Gehirne. Arnold, was wirst du tun? Wow, das nenne ich meine Waffe. Wer ist denn das? Boah, das gibt's doch nicht. Das ist Chuck, der verdammte Norris. Und er hat ein ganzes Arsenal hier. Jetzt wird er einigen in den Hintern treten. Igitt, das ist sogar für meine Verhältnisse ziemlich brutal. Aber sehr cool. Mann, oh Mann. Wie viele Zombies sind denn das? Sieht aus, als wäre dieser große Kerl der einzige, der noch übrig ist.
Das nennst du einen Schlag? Das ist ein Schlag! Deine Verabredung scheint wegen des unvorhergesehenen Zombie-Angriffs abgesagt worden zu sein. Zeit zu verschwinden, Arnie. Vergiss Susi nicht. Verflixt und zugenäht. Sind die unsterblich? Chuck, tritt aufs Gas! Oh nein! Sieh mal, Arnie, du und Susi habt etwas gemeinsam. Genau wie du verliert sie ihre Finger. Es scheint ihr schlechter zu gehen. Schnell, tut etwas! Ihr müsst sie retten! Das ist also der Typ, der uns helfen kann. Wer zum Teufel ist er überhaupt? Grigori Rasputin, die geheimnisvollste Person des 20. Jahrhunderts. Ihm werden hypnotische Fähigkeiten und eine außergewöhnliche Heilungsgabe zugeschrieben. Was für ein gruseliger Ort. Noch schlimmer als das Café, in das du Susi eingeladen hast, Arnold. Was machen wir denn hier? Wohin gehen wir? Führt Chuck etwas im Schilde? So stelle ich mir die Zahnarztpraxis vor. 100% schrecklich. Sag mir nicht, dass du da reingehst. Sogar ich habe Angst. Hier ist alles in der besten Tradition russischer Feste. Wodka, Balalaika, Bären und Tanzen bis zum Morgen. Und hier ist der Mann, den wir brauchen, Grigori Rasputin. Das hier ist der große Mann. Es scheint, unser Heil hat einen 80%igen Drink weggehauen. Sieht aus, als müsstet ihr die Dinge selbst in die Hand nehmen. Macht ihr keine Sorgen um ihn. Alle reden über den neuen Impfstoff. Viele haben ihn bereits an sich selbst ausprobiert. Aber er hat eine Nebenwirkung. Die Menschen werden zu Zombies. Dieser Rasputin entpuppt sich als echter Drogensüchtiger. Igitt, du Nekromant! Er hat die Situation ausgenutzt und einen Impfstoff erfunden, der das Virus vernichtet, aber die Lebenden in Zombies verwandelt und die Toten wieder auferstehen lässt. Selbst Chuck ist schockiert. Chuck, du bist dran. Verdammt nochmal, wie macht er das nur? Er ist noch cooler als in Walker, Texas Ranger. Das ist also der, bei dem Van Damme Unterricht genommen hat. Oh, hier kommt Daddy! Der große Kerl lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Arnold, du bist der Einzige, der noch übrig ist. Arnie, du bist ein Kämpfer. Denk an all die Dinge, die ich dir beigebracht habe. Und das Wichtigste? Vergiss nicht, dass es keinen Feind gibt, außer dir selbst. Arnold, bist du... Ich wusste es doch. Leb wohl, Arnold. An einem ruhigen Tag, der keine Katastrophe andeutete, wurde Arnold in einem Hypermarkt eingesperrt. Du fragst dich vielleicht, warum? Und die Antwort ist, darum. Ich wollte ihn einfach in den Supermarkt einsperren. Hier kannst du den ganzen Tag über Süßigkeiten und Schokoriegel essen und in einem Einkaufswagen durch den Laden fahren. Du hast Zugriff auf Waren für die Erholung, Sport, Kleidung und sogar Medikamente. Im Durchschnitt gibt es 120.000 verschiedene Produkte in einem Supermarkt, die dir 50 Jahre lang ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Aber leider wird ein großer Teil dieser Güter ohne Strom schon am nächsten Tag verderben. Bei Raumtemperatur ist die gesamte im Laden befindliche Milch in nur 18 Stunden schlecht. Frisches Huhn, Schweinefleisch und Rindfleisch werden innerhalb eines Tages ungenießbar. Kuchen und Gebäck halten etwas länger, vielleicht 36 Stunden, wenn du Glück hast. Du kannst ja ein paar Tricks probieren. Den Fisch salzen und das Brot trocknen. Dann wird deren Haltbarkeit um Jahre verlängert. Aber hey, nutze den Tag, Arnold! Nach einer Woche werden Obst und Gemüse schlecht und du musst auf Getreide umsteigen. Aber die Zubereitung wird die begrenzte Wassermenge um mindestens 10 Jahre verringern. Du kannst versuchen, das zu verlängern, indem du es durch Cola aus der Gartenabteilung filterst und dann mit Silber reinigst. Okay, also, ab jetzt werden deine üblichen Mahlzeiten aus Konserven bestehen. Rindfleischeintopf kann fast unbegrenzt haltbar sein, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist. Eingelegte Gurken und Tomaten können eine zusätzliche Wasserquelle sein. Also, die 3 Tonnen Konserven, die im Laden sind, halten 8 Jahre lang. Und dann ist die letzte verbliebene Nahrungsquelle... Viele Dinge können für andere Zwecke verwendet werden. Zum Beispiel kannst du deinen Hintern mit fast jeder Art von Papier abwischen. Du musst es nur gründlich zerknittern und, nun, verwenden. Ja, so wie es unsere Ur-Ur-Ur-Omas getan haben. Ja, und wenn dir das Geld ausgeht, kannst du jederzeit die Karte verwenden. Hängst wohl in diesem Freizeitpark rum, wa?
Sieht aus, als wäre dieser Burrito eine Nummer zu groß für dich. Schnell, find was zu trinken. Arnold, warte! Gott weiß, was es in diesem Zauberladen gibt. Nun, da du dein Problem mit dem mexikanischen Essen erfolgreich gelöst hast, lass uns gehen und Spaß haben. Was für eine riesige Schlange. Es sieht so aus, als müsstest du noch ein bisschen warten, oder? Arnold, das macht man aber nicht. Sieht aus, als bräuchte diese süße kleine Oma deine Hilfe. Arnold, pass auf! Weißt du, Arnold, ich habe beschlossen, ins Leichenschauhaus zu gehen, um mich von dir zu verabschieden. Und? Oh mein Gott, du lebst ja noch. Nein, du wurdest wiederbelebt. Es scheint, dass das Elixier, das du getrunken hast, funktioniert hat. Du bist jetzt unsterblich. Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Du bist nun der am längsten lebende Organismus auf der Erde. Dein Körper regeneriert sich unaufhaltbar. Und der Begriff zelluläre Seneszenz ist nur noch ein Witz für dich. Nun, wie wirst du deine Unsterblichkeit nutzen? Ganz einfach. Du wirst bei Rot über die Ampel gehen, Mädchen begrapschen. Du wirst auch den Kenny McCormick Lookalike-Wettbewerb gewinnen. Das ist doch lächerlich. Du hast unendlich viele Jahre vor dir und verschwendest sie damit. Arnold, du könntest alles auf der Welt studieren. Jede Kampfsportart lernen. Und sogar neue Galaxien erforschen und kolonisieren. Arnold, wie wär's damit, wenn du aufhörst, deine Zeit zu verschwenden? Okay, also vielleicht wirst du 200 Jahre lang jede einzelne Netflix-Serie am Stück schauen. Oh, ich sehe, du hast dich etwas gelangweilt. Außerdem wird dein Haus ganz schön gammelig. Und du bist immer noch jung. Ein Nachteil bei der Unsterblichkeit ist, dass du alle deine Lieben überlebst. Außerdem verändert sich die Welt um dich herum rasant. Aber du wirst dem Fortschritt hinterherhinken und du wirst dich in der Gesellschaft überflüssig fühlen. Alles, was dir einmal wichtig war, wird allmählich verschwinden. Mit der Zeit wird dich auch nichts mehr wirklich erfreuen, weil du ja schon alles gesehen hast. Du wirst tief deprimiert sein. Tut mir leid, Freund, aber es macht einfach keinen Sinn. Hör auf, Arnold. Du weißt, dass du unsterblich bist. Arnold, lass uns die Show sehen. Oh, okay. Ich werde dich in Ruhe lassen. Oh, Arnold, du bist gerade noch rechtzeitig zurückgekommen. Die Sonne stirbt und verwandelt sich in eine Supernova. Und du hast den besten Platz, um den Tod unseres Sonnensystems zu sehen. Verabschiede dich von unserem Planeten Erde. Ich schätze, der Burrito war ein Fehler. Hallo Arnold, ein weiterer einsamer Abend für dich vor dem Fernseher. Also, was haben wir hier? Elon Musk hat eine neue Rakete in den Weltraum geschossen und der Weltraum hat ein Meteor zurück auf Elon Musk geschossen. Arnold, entspann dich. Du weißt nicht einmal, was ein Meteor ist. Ein Meteor ist ein großer Himmelskörper von kosmischem Ursprung. Seine Masse reicht von ein paar Gramm bis zu Tausenden von Tonnen. Und hab keine Angst. Es gibt nur einen einzigen Fall in der Geschichte, in dem ein Meteoriteneinschlag einen Menschen getroffen hat. Und zwar 1954. Und selbst da hat er nur jemanden in sein Bein getroffen. Oh, es scheint, es würde sich jemand freiwillig melden, um den Planeten zu retten. Und er platzt geradezu vor Begeisterung. Es sieht so aus, als ob diese Episode die kürzeste aller Zeiten sein wird und ein Happy End hat. Oh nein, vergiss es. Wie immer, wie immer. Es sieht so aus, als würde unser Planet bald zerstört werden. Oder vielleicht gibt es einen anderen Retter. Könnte es Arnold sein? Ausgezeichnet. Wir werden ein Outfit für dich aussuchen. Also das hier ist nein. Definitiv nicht das. Oho, nee, bitte. Jetzt dieses? Das ist es. Obwohl, wir könnten einfach kopieren, was das Projekt DART von SpaceX gemacht hat. Es ist geplant, dass im Jahr 2022 ein 500 Kilogramm schweres Raumschiff mit einer Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro Sekunde in einen Asteroiden namens Didymos einschlagen wird. Der Autopilot ist noch nicht installiert. Also wirst du manuell fliegen müssen und ein Held werden. Oh, wow, du hast überlebt. Ziemlich genau wie alle anderen niederen Lebensformen wie Mikroben.
Aber jetzt gibt es ein kleines Problem mit dem Wasser. Nachdem ein Meteor mit einem Durchmesser von 100 Kilometern auf die Erde einschlug, zerstörte die Schockwelle fast alles Leben in einem Radius von 100.000 Quadratkilometern. Es gab eine riesige Freisetzung von Schwefel. Und Staub und Asche von all der Zerstörung stiegen in die obere Atmosphäre auf und versperrten den Zugang zu den Sonnenstrahlen. Du musst hungrig sein. Es ist gut, dass du deine Weltraumnahrung in der Rakete aufbewahrt hast. Es gab kein Essen? Das ist ja schrecklich. Denn auf der Erde gibt es nun auch keine Nahrung mehr. Ausstechen kann. Keine Sorge, es ist unwahrscheinlich, dass Elon die Ziellinie erreichen wird. Schließlich hat niemand bedacht, dass Snort und Gob während des Rennens ein Barbecue veranstalten würden. Es scheint, dass selbst die normale Temperatur der Sonne nicht ausreicht, um ihre berüchtigten pangalaktischen Gurgelknaller zu grillen. Ah, das ist viel besser. Sonneneruptionen wie diese sind nicht gut. Denn sie legen normalerweise alle Kraftwerke und elektrischen Geräte auf der Erde lahm. Das wird sich definitiv negativ auf alle lebenswichtigen Prozesse auf dem Planeten auswirken. Besonders auf die Medizin. Oder solche absolut lebenswichtigen Bedürfnisse wie soziale Netzwerke, Likes und Reposts. Nur Satanisten werden nicht betroffen sein. Es könnte ihnen sogar nützen. Und hier ist unsere ultraschnelle Kröte. Wie alles, was elektrisch ist, ist auch Elons Auto kaputt gegangen. Wichtig ist hier, dass man sich nicht zu früh freut. Er mag dumm sein, aber Arnold weiß ganz genau, wie man zwinkert. Zu schade, dass er intellektuell herausgefordert ist. Die Batterie ist leer. Jetzt müssen die Jungs irgendwie aus der Wüste herauskommen. Aber ohne ihre Autos wird das schwer zu schaffen sein. Und es ist noch besser, dass in seinem Kofferraum ein Eimer, eine Minirakete und Lebensmittel? Oh, Kartoffeln sind eine tolle Idee. Immerhin kann eine Kartoffel stabil 0,5 Volt Spannung liefern. 13 Volt werden ungefähr benötigt, um Arnolds Auto mit Verbrennungsmotor zu starten. Mit 26 Kartoffeln, einem Zinknagel und Kupferdraht sollten wir also genug haben, um das Auto zu starten. Verflixt! Der Kurbelstrom ist zu niedrig. Um den Motor zu starten, brauchst du Hunderttausende von Kartoffelbatterien. Ich würde dir raten, dich zu beeilen. Die Sonne geht unter und die Wüstennächte hier werden richtig kalt. Wow, Leute, tolles Outfit. Ich hoffe, wir können heute auf den berühmten blauen Kristall verzichten. Also, was haben wir hier? Zinkbolzen, Schrauben, Münzen, Schwämme, Kaliumoxid, Kupfer und Bremsbeläge. Und wir mischen sie zusammen und schließen sie an das Auto an, dann haben wir eine regelmäßige Batterieladung. Die Jungs haben alles richtig gemacht. Nur schade, dass es noch nicht zum Fahren reicht. Beeilt euch, die Zeit läuft ab. Arnold, hör auf, dort herumzugraben. Warte, zeig mir, was hast du gefunden? Einen Magneten. Das ist genau das, was wir brauchen, Arnold. Elon, das ist doch nicht der richtige Zeitpunkt für... Es ist für eine gemeinsame Sache. 1831 führte Faraday zum ersten Mal ein ähnliches Experiment durch. Dafür brauchen wir eine Spule, Kupferdraht und einen Magneten. Wir stecken den Magneten in eine mit Kupfer gewickelte Spule und schließen diese. Wir bewegen den Magneten im Inneren und in jeder Spule aus Kupfer wird eine Spannung von 0,01 Volt erzeugt. Aber durch die große Anzahl von Windungen funktioniert alles ganz gut. Schauen wir mal, wie es bei den Jungs funktioniert. Sei nur vorsichtig mit deinem Finger. Naja, zumindest haben wir es überlebt. Und der Finger wird wieder nachwachsen. Und nun geht die Party weiter. Oh, oh. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Wow. Nun, Arnie, das Problem, lange zu leben, ist nicht wirklich ein Problem. Neuere Forschungen zeigen, dass man Medikamente entwickeln kann, die das Alter stoppen. Lass uns ein Spiel spielen und dich vor dem Altern retten. Bist du bereit, für 1000 Jahre zu leben? Eine kleine Spritze zuerst. Lass uns nun darüber sprechen, was du in deinen 1000 Jahren den Menschen bieten kannst.
Nichts. Außer vielleicht 230 Kilogramm Hautschuppen, die dein Körper kontinuierlich abstößt, womit man 1,5 Fußballfelder bedecken könnte. Und dann sind da noch all die Haare, die dir wachsen würden, deren Länge entspräche der Höhe von 10 Freiheitsstatuen. Das wäre vielleicht das Beste, was du anbieten könntest. Aber keine Sorge, es gibt noch einen weiteren Vorteil. In den vergangenen 100 Jahren hat die durchschnittliche Körpergröße um 8 cm zugenommen. Also was ist, wenn du dein ganzes Leben lang weiter wächst? Am Ende des Experiments wärst du 80 Meter groß. Nun, jetzt bist du wirklich eine Lachnummer. Aber nein, Arnie, auch für dich ist das jetzt zu viel. Die Komplexität der Langlebigkeit beruht vor allem in der Fähigkeit der Organe, 100 oder 200 Jahre im Vollbetrieb zu laufen. Auch deine Gelenke würden schließlich unter deinem eigenen Gewicht und Stress zusammenbrechen. Glücklicherweise werden Roboterorgane in der Zukunft verfügbar sein und